Hey Leute, heute mal wieder ein 1 vs 1 Livecast in MMOW Assault Squad 2. Ihr merkt es gleich nicht, aber das ist ja schon der zweite Take. Also beim ersten Take ist der eine abgekackt. Ja, tolles Spiel. So, wie vorhin, beziehungsweise gerade eben. Ah, egal, ich muss neu kommentieren, weil ihr seht das gar nicht, das andere. Ich lade das nämlich nicht mit hoch. Es war eine Minute Zeit. Die schenke ich euch. Also ich fange mit Sturminfanterie an und baue dann einfach das MG danach. Sturminfanterie, weil das was Werk ist, Werkhalle. Werkhalle ist hauptsächlich Close Quarters. Also nahe Distanzen. Häuserkampf. Und da ist es besser, wenn man viele Maschinenpistolen hat. Und es geht nicht mehr um die Maschinenpistolen, es geht für mich persönlich mehr um die Handgranaten. Ja. Gut. Nee, du wirfst die Granate nicht. Ja, na, vielleicht wirfst du sie, aber es wird nichts passieren. Oh Gott. Komm, leck mich doch, ey. So. Das MG muss weg. Machen wir mal schön hier Granate über das Tor drüber. Und dann gleich mit der PA-Granate wieder ersetzen, weil diese Holzdinger da, die sind für den Spieler, der von dem Spawn auskommt, unglaublich wichtig. Die sind praktisch seine gesamte Deckung hier am Anfang und deswegen gleich am Anfang mit PA-Granate kaputt machen, so gut es geht halt. Man kann nicht alle kaputt machen, aber. Oder nicht sofort alle, doch kann man eigentlich schon, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, oben in der Mitte seht ihr, dass das auf der US-Seite da sind so zwei Bilderchen, so zwei Profilbilder. Liegt daran, dass wir hier den Tali noch dabei haben, der guckt nun gerade ein bisschen zu und will ein bisschen lernen oder sowas. Stellt dann vielleicht mal ein paar Fragen zwischendurch. Wäre wünschenswert, dann hätte ich was zum Reden, aber so müsste ich mir halt bloß Zeug ausdenken. Ah, verdammt nochmal. Okay. Ich glaube, ich sichere links noch ein bisschen. Sonst läuft er mir hier noch durch. Das will ich gar nicht. So. Schiebe ich die Einheit ein bisschen. Maschinenpistole, wenn möglich, nach vorne. Oh Gott, gefundenes Fressen. PA-Granate, PA-Granate. Zack. Dann das war's. Oh Gott. Oh, der Kill-Counter, ich lieb sowas. Sowas darf man mir nicht geben. Ich freue mich, wenn Leute mit mir 1 gegen 1 spielen, aber sowas dürft ihr mir dann echt nicht geben, da freue ich mich einfach nur. Das sind einfach nur geschenkte Kills. Ah, Wishmob Deluxe, cool, ey. Wer bist du? Ja, Wishmob Deluxe. Cool. Kenn ich nicht. Ja, okay. Beispielsweise jetzt, was er hier macht, er macht das Tor auf. Cool, in DayZ wäre man hier jetzt gestorben, weil man gegen den Sandsack gebackt wäre. Gegen den Sandbock, ja, egal. Er versucht hier seine Infanterie zu verteilen, aber was er vergessen hat, ist, dass er schon vorne war. Jetzt nach hinten gegangen ist zum Verteilen. Er hätte einfach hier vom Spawn aus hier rüberlaufen sollen und dann wieder rein verteilen. Wäre deutlich einfacher gewesen, hätte nicht so viel Schaden an seinen eigenen Leuten gekostet. Wie man so sagt. Keine Ahnung. Ich nix gut Deutsch. Das ist jetzt die Frage, soll ich ein zweites MG holen oder nicht? Ich will eigentlich hier warten auf das 30er Squad. Ich warte. Hab noch 30 Sekunden. Ich glaube, die in den 30 Sekunden erobert das wahrscheinlich nicht. Bloß wegen dem Einmaschinengewehr. Ist eher unwahrscheinlich. Gut, den Gewehrschießen hätte ich hier nicht vorstecken sollen. Jetzt habe ich nämlich nichts zu tun, versuche hier ein bisschen mehr Typen rumzuschicken, aber es ist manchmal keine gute Idee, das zu machen. Manchmal ist es das absolut nicht. Wenn ich USA spiele, dann gehe ich meistens am Anfang auf ganz wenig Infanterie, beziehungsweise nur so viel, wie ich brauche, und spare dann auf den Steward. Hier, 300 MP. Seid die gute Kanone, schnell und so, leichte Panzerung. Er hat jetzt nämlich schon SDKFZ. Ich hätte schon lange einen Steward haben sollen, aber ich habe halt viel zu viel Infanterie nachgeholt, um hier alles zu befestigen. So hat er natürlich keine Chance reinzukommen, ohne Fahrzeugunterstützung, aber er hat das irgendwie gemerkt, jetzt hat er ein Fahrzeug. Und jetzt hocke ich ein bisschen scheiße da. Nach den USA, die haben keine Panzerbüchse, sonst wäre das Ding nämlich gleich kaputt. Also versuche ich einfach mal durchzuschleichen. Manchmal klappt's. Ja, vielleicht auch nicht. Ich fährt vor.
Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Oh. Ich muss einfach aushalten jetzt. Das läuft jetzt so ab, ich ducke nämlich alle meine Einheiten weg. Und wenn die Gegner stehen, von denen rankommt, dann bekämpfe ich die einfach mit Handgranaten, dann muss ich ja nicht hingucken. Beziehungsweise dann müssen meine Typen nicht aufstehen zum Schießen. Wenn ich Glück habe, versucht jetzt einfach meinen Geschütz aus dem Bauch rauszuholen. Das könnte aber eine Weile dauern, ehrlich gesagt. Ja, versucht's. Oh, er hat's geschafft. Scheiße. Was für ein Wunder, er hat's geschafft. Ja, erstmal den hier. Ja, erstmal Cooldown. 40 MP, dann habe ich meinen Steward und dann kann ich wieder pushen. Beziehungsweise verteidigen, pushen will ich jetzt nicht unbedingt. Ich könnte seinen Punkt angreifen, aber vermutlich kostet es mich einfach viel zu viel. Vor allem Konzentration kostet es. Das muss nicht sein. Ich will ja nicht in Grund und Boden stampfen oder so. Oh, ja, zwei Typen. Naja, macht nichts. Ich habe einen Truppführer. Der kann besser erobern als die Arschlöcher, ne? So, Steward her. Sein SDKFZ hat eigentlich gar keine Chance mehr gegen Steward, aber ich müsste das SDKFZ erstmal wieder sehen. Bevor ich was machen kann. Aber ich sehe es ja. Steht da, ganz schön. Leichte Fahrzeuge immer bewegen, muss man sich merken. Sonst passiert nämlich das, was gleich passieren wird. Und zwar. Oh Gott, er schießt schon auf meinen Geschützen. Oh shit, er hat meinen Geschützen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. Ah, er prallt. Ah nein, ah nein. Oh shit, jetzt geht alles schief. Scheiße, jetzt auch, oder? Ah ja, fick dich. Nein, 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 nein. So machen wir das nicht. So machen wir das garantiert nicht. Immerhin legen, wenn ein Fahrzeug kommt, dass man nicht sofort besiegen kann. Ja. Es kommt halt darauf an, wenn du deine Infanterie verlieren willst, dann lässt sie halt stehen und lässt sie abknallen. Oder lässt sie abgeknallt werden. Ach, scheiß Dinge. Nee, das war kackdeutsch. Nee, ey, wirklich, MOW braucht einfach viel zu viel Konzentration. Selbst hier nur das Anklicken mit Schießen, das braucht einfach Konzentration. Ja, was soll ich sagen? Ah ja, genau. Also wenn man schon weiß, dass das Fahrzeug, das war ja ein SDKFZ 222, das hat einen 20 mm Flak, das killt einfach alles an Infanterie, was gibt. Wenn man schon weiß, was ist denn das jetzt? Was ist der Typ? Achso, das ist ja eine Panzerbesatzung. Wenn man schon weiß, dass das SDKFZ in der Lage ist, alles, was man an Infanterie hat und an Verteidigung, einfach wegzuballern, dann muss man das nicht riskieren, man geht einfach auf Sicherheit und auf Zeit. Weil hier der Punkte-Counter, der zählt. Wenn ich den jetzt noch irgendwie 20 Sekunden länger hinhalten kann, dann sind es irgendwie 2 Punkte für mich, dann ist das auch gut. Oder vielleicht nur ein Punkt, aber ist ja egal, es ist mindestens etwas. Und vor allem ist es weniger Punkte für den Gegner. Alter, hat der gerade die Granate überlebt, der MG-Schütze? Die überlebt er nicht. Ja, genau. Ja, ich schreibe ihm jetzt einfach mal Ja zurück. Er hört mich ja nicht, das ist dumm. Oh shit, was war das? Oh, das war ein Steward. Gerade richtig erschrocken. So. Okay. Das sollte möglich sein, das wieder zurück zu erobern. Und das hier gerade mit dem 30er so, dass sie perfekt eine Sekunde, dann zack, konnte ich ihn bauen, das war reiner Zufall. Das war absolut nicht so geplant und absolut nicht auf die Uhr geguckt oder so. Das war reiner Zufall. Oh Gott, die ganzen MG-Schützen. Oh Gott, die Panzerschreck. Oh Gott, die Panzerschreck. Oh Gott, die Panzerschreck. Oh! Ja! Oh Gott. Oh. Was markiert er mir jetzt? Er soll mir nicht helfen. Ah, die Panzer ist weg. Oh, ist der grad. Also die Panzerstrecke ist auch noch entkommen, oder wie? Ja, hinten hockt sie. Scheiß, keine Granaten. Oh nein. Ah ja, geil. Habe ich ein Schäfchen, ist ungefähr das gleiche wie ein Steward, kostet ein bisschen mehr, 80 MP mehr, hat dafür eine Kanone vom Sherman. Also für die Größe von Panzer ist das verdammt viel.
Ja, komm, du Besserwisser. Es war allerdings nur Pech. Nein, es war auch ein bisschen Dummheit. Aber in den meisten Fällen klappt's. Also, es klappt häufiger als es misslingt. Es ist halt riskant, das Fahrzeug so weit vorzustellen. Ja, aber. Genau, was soll ich sagen? Scheiße. Ich fahre gerade schon wieder, deswegen kann ich nichts sagen. Also es klappt häufiger, als es nicht klappt. So, nämlich der Panzersteckschuss, den schafft er garantiert nicht. Ich habe hier schön ein Fahrzeug kommen sehen. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Zu spät nachgeladen. Aber ich habe hier ein schönes Panzerwrack als Deckung. Und wenn er mir hier schön sein. Okay, ich warte, bis er reinkommt. Und jetzt kann ich ihn ab. Bam, kaputt. Er hat einen Treffer gelandet, aber ich habe ihn. Ich habe ihn. Deswegen baut man nie einen 4G. Der ist langsam, ist er 3J und hat eine richtig scheiß Kanone. Also für die Größe von Panzer sage ich jetzt mal eine richtig scheiß Kanone. Ich weiß nicht, die Kanone ist nicht so. Ist besser als die vom 3J. Aber ich weiß nicht, sie lohnt sich irgendwie nicht. 3J kostet 320, 4G kostet 400. Und meiner Meinung nach, das lohnt sich einfach nicht. 3J ist einfach schneller. Und lädt schneller nach, vor allem. Äußerst wichtig. Je schneller er nachlädt, desto schneller schießt er. Warum Chefi? Ganz einfach, ich hätte eher einen Steward geholt. Der jetzt auch gegen die 4G geschafft, so wie der rankam, weil ich hätte 75 mit dem Chefi jetzt und APCR mit dem Steward wäre das ähnlich gut gelaufen. Den hätte ich gewonshottet, aber ich hatte noch 5 Sekunden Cooldown auf dem Chefi und den Chefi bra ich brauchte irgendwas, um das SD-Kräfte, weil das hat gerade wieder meine gesamte Infanterie aufgerieben. So, US Marines, klar, holen wir US Marines. Ja, genau. Ich bin ziemlich doof, warum repariere ich denn eigentlich hier im offenen Feld? Das macht man nicht. Also. Ich bin ein ganz schlechtes Vorbild. Das macht ihr bitte nie. Aber jetzt habe ich schon angefangen, jetzt will ich nicht wieder wegfahren. Ich will einfach noch mehr Infanterie. Zusätzlich zu den US Marines. Ist auch sehr schlecht überlegt. Jetzt habe ich wieder so viel Infanterie und ich brauche die alle nicht. Ah ne, du gehst nicht vor. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Bewegt euch da weg, ey. Ist danach halt eine deutsche Version, bei der amerikanischen Version von MoWAS 2 ist, das hat man noch bei den Granaten so einen Sekundenzeiger. Der richtig groß ist und das ist einfach ein riesiger Vorteil im Wettkampf, also. Oh Scheiße! Der war auszusehen, das tut mir jetzt echt leid. Ach, waren nur Amerikaner. Oh, Panzerstreck. Oh, neues SDKFZ. Da hat er auf die Panzerstrecke gesetzt. Hat gehofft, dass die Panzerstrecke mein Panzer kaputt macht. Und wäre dann gleich mit dem SDKFZ nachgekommen. Ohne mich. Ich krieg dich durch die Wand. Ja, fahr lieber weg. Ja. Muss ja aufpassen, weil durch die Stahltüren geht der Schuss nicht. Aber durch den Beton geht's schon. Deswegen gucke ich hier, dass ich die Stahltüren wegbekomme. Okay, durch zwei Wände komme ich dann doch nicht, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nachrichten kommen, glaube ich, etwas zu zögern. Gibt's da Zeit? Nee. Das war bestimmt 5 Minuten so gefühlt, die ich da gewartet habe, bis ich geantwortet habe. Ja, genau. Chefi, was machst du denn da? Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. So hoffe ich nur, dass er da rechts keine Parkkarte, weil sonst bin ich gefickt. Ich will nicht durch die Wand schießen, besonders nicht in dem Winkel. Sondern ich will hier. Ah, nein! Ah, scheiße. Aber ich habe den Bug und ich habe das erste KZ noch erwischt, ne? Ich habe den Bug. Wenn ich sag den Bug, dann meine ich den Wandenbug.
Ja, und so benutzt man keinen Goliath. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen US Marine getötet und hast dafür einen Heldenpunkt ausgegeben. Was hättest du dir von einem Heldenpunkt kaufen können? Einen Scharfschützenveteran. Was hättest du mit einem Scharfschützenveteran töten können? Unendlich viele Amerikaner. Unzählig viele. Ja, jetzt ist mein Chefi kaputt. Unzählig viele. So benutzt man keinen Goliath. Definitiv nicht. Ein Goliath, den kann man in den Gebüsch stellen und warten, bis ein gegnerischer Panzer vorbeifährt, ähnlich wie bei Kamikaze. Oder man schleicht sich um den gegnerischen Panzer herum und zerstört ihn damit dann so. Wirbelwind hingegen ist nicht so toll. Ach, Roma, mein Croc. Ja, genau. Was soll ich sagen? Ach so, ja, Goliath. Ja, so benutzt man kein Goliath. Du hast einen US Marine getötet. Der ist zwar einen fürchterlichen Tod gestorben, aber es hat sich einfach nicht gelohnt. Es könnte sich lohnen, hätte der Gegner eine riesige Sandsackreihe oder sowas. Da könnte man es in Erwägung ziehen, dass es sich lohnt. Oder es ist ein Haus, aber so nicht. So nicht, nee. Er wurde im Zweiten Weltkrieg auch benutzt, um Befestigungen auszuschalten. Aber nicht um einen US Marine allein zu töten. So. Was mir hier jetzt am deutschen Spieler, also an General Tiger aufgefallen ist. Er hat hier jetzt schon drei SDKFZs gebaut. Das sind 660 MP. Er hat einen 4G gebaut. Das sind nochmal 400. Das sind 1060. Und jetzt baut er nochmal einen Wirbelwind für 400 oder sowas ähnliches. 350 oder 400. Das summiert sich. Also, das ist richtig viel Geld. Ich glaube deswegen nämlich nicht, dass er in den nächsten Zeiten großen Panzer holen wird. Er wird auf gar keinen Fall einen großen Panzer holen. Und mit großen Panzer meine ich bei einem 1 gegen 1 die Stuck aufwärts. Er wird keinen Stuck holen können. Stuck in 3, 2, 1. Er wird keinen Stuck holen können. Nee, wird er wirklich nicht. Also wenn er jetzt eins holt, dann stehe ich dumm da, aber ist einfach unwahrscheinlich. Ja. Besonders ein Wirbelwind beim 1 gegen 1 auf gar keinen Fall, bei einem 2 gegen 2, ich würde ja nicht mal dran denken. Also aus einem wirklich, wirklich ernsten Grund, ich würde doch keinen Wirbelwind, man baut den einfach nicht. Genauso wie Ostwind, das baut man einfach nicht. Die Dinger mögen Spaß machen, weil sie schnell schießen und viel Bumm machen, aber das war's auch. Bei einem Ranglistenspiel oder sowas würde man niemals, der konnte schon mit dem Scheiß poliert, würde man niemals sowas machen. Guck mal, ich habe hier jetzt HI geladen, wenn er durch die Mauer fährt, dann. Zack. Bumm. Was auf Goliath oder auf leicht gepanzerte Ziele mit HI schießen, ist einfacher. Ja, hier kommt ein SDKFZ, noch eins. Kein Stuck. Ach, was zur Hölle ist das für ein Bug? Das muss das nicht mal geben, ey. Scheiße, sieht das behindert aus. Was ist das für ein Push? Okay, es ist ein Push. Oh shit. Na, Spaß. Es ist ein Push. Ich kann hier zwar nicht durch zwei Wände schießen, aber ich kann. Oh, verdammt, der fährt vor. Ja, jetzt drehe ich mich und fahr vor. Das 50er hat geschossen und ihm die Besatzung verwundet. Genau, ich habe einen Croc. Ist ja kein normaler Sherman. Nee, nee, du nicht. Kann ich vergessen da. Meine scheiß PA-Granate. Oh shit. Kommt ziemlich nah. Naja, hat's nicht geschafft. Also, er hat wieder ein SDKFZ geholt. Hat kein Geld für Panzer. Deutsche Spieler ist die Stärke Panzer. Ganz eindeutig. Und wenn man halt die schweren Panzer nicht aufs Feld bringen kann, dann wird es halt nichts. Man kann versuchen, mit leichten Fahrzeugen zu gewinnen, aber da ist eher Japan oder Amerika. Selbst. Nein, Großbritannien nicht, aber. Okay, nein, auch nicht Russen. Aber Amerika und Japsen, die können gut mit leichten Panzern. Russen gut mit mittleren Panzern, besonders die T-34-Reihe. T-34, 76, 57 und dann im Late War, dann Late Game, besser gesagt, der T-34, 85, wobei man bei dem aufpassen muss, weil der
Der hat so einige sein, so einige Probleme. Ist das ein Funker? Ich wusste es doch. Sondern das sind so mal 4 Heldenpunkte, die man im 1 gegen 1 auf gar keinen Fall verwenden sollte. Ein Funker macht man nicht. Kostet 4 Heldenpunkte. Ich mach's meistens so beim 1 gegen 1, einfach immer nur Infanterie holen. Ja, er kann hier versuchen zu flaren, aber es nützt ihm nichts. Guck mal. Scheiße, jetzt ist er gerade noch einen Meter weggelaufen. Aber er läuft rein. Ja, ach scheiße. Guck mal, ich kann ihn jetzt mit der Faust erschlagen. Nee, er schießt auf mich, aber das kann er vergessen und nachladen. Ach scheiße. Okay. So, jetzt krieg ich ihn. Jetzt krieg ich ihn. So, was hat er gerade gefragt? Kann der 76 Sherman auch mit Tiger aufnehmen? Ja, kann er. Ganz eindeutig kann er, aber man sollte es halt nicht riskieren. Da würde ich aber lieber den Wolverine nehmen, der hat die gleiche Kanone, ist schneller. Das ist der Unterschied. Weil Tiger nimmt alles auseinander, ob das jetzt ein Sherman ist oder... Oder Wolverine, ist egal. So, er hat jetzt noch ein 4H geholt, hat eine Weile gespart, hat keine Infanterie geholt. Es kamen keinerlei Angriffe und deswegen hat er jetzt ein 4H. Während ich mir schon einen Jumbo leisten kann. Und noch 3 Heldenpunkte übrig habe. Weil er für Heldeneinheiten was gekauft hat? 2 Goliaths und das. Und das war's eigentlich. Sonst nichts. Und das ist der Unterschied. Bei 1 gegen 1 ist es unglaublich wichtig, dass man seine Ressourcen da gut einplant. Der Croc, der war jetzt fast schon übertrieben. Da hätte man eigentlich fast schon eher nur Infanterie gekauft. Oder kaufen können. Oder noch eine M8 oder sowas. Aber weiter als 3 Heldenpunkte für den Croc, das wäre ich nicht gegangen. Den Funker hätte ich auf gar keinen Fall geholt. Und den 5er im 1 gegen 1 sowieso nicht, weil der kostet ja schon 25 KP. Im 1 gegen 1 ist es wichtig, dass man viel Infanterie hat. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man 4H mit dem Chefi zerlegt. Wenn die Besatzung früh genug ankommt, ich habe den Chefi nämlich gerade ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ja, nee, leg dich hin. Danke. Also jetzt rein da, ich brauche einen Fahrer. Bedeckt euch. Der guckt, der zielt hier ist schön auf Infanterie, also nehme ich an, er hat HE geladen. Bin mir aber nicht sicher, aber ich versuche es jetzt einfach. Rush ihn. Zack, Turm. Er hat noch eine Chance, mich abzuknallen. Wenn er sich jetzt dreht, da braucht er aber Direktsteuerung. Oder er stirbt. Oh, oder ich fahre zu früh zurück und schieße die Kugel in... Ja, er checkt das nämlich noch nicht so ganz mit Direktsteuerung. Der Turm dreht sich nicht selbst. Weil der Turm ist beschädigt. Die KI macht da nichts mehr im Turm. Also das Hauptgeschütz ist kaputt. Also ich baue kein 4H. Ich baue nie ein 4H. Ich baue wenn ein Stuck. Kostet ungefähr gleich viel. Stuck hält aber viel mehr aus. 4H ist in dem Sinn fast schon nutzlos. Weil den kann man so leicht kaputt machen. Genauso wie 4G oder sowas. Chefi macht ja schon Motor aus. Ja, kann eine Weile dauern. Hat viel Panzerung vorne. Passt schon. Ja, komm, dann schieße ich auf eine Seite drauf. Leck mich. Zack. Also. Habe ich geantwortet? Ja, kann er. Was zur Hölle? Ja, mache ich auch manchmal. Also mit Panzerfaust auf G auf Infanterie zielen. Aber dann liege ich meistens hinter der Deckung und nehme das Ersatz für die Handgranate. Panzerfaust hat nämlich mehr Reichweite und dann nur, wenn der Gegner auf dem Haufen ist. Sonst lohnt sich das nicht. Oh, und noch ein Wirbelwind. Cool. Okay, er hat ziemlich viel Geld. Aber er hat auch Brandenburger. Und die gefallen beim Chefi gar nicht. Das ist wirklich zu 0%. Das enjoyt er gar nicht. Weil er weiß ja, dass ich einen Chefi habe, aber mit dem Wirbeln kriegt er meinen Chefi nicht. Es sei von der Seite genauso wie das SDKFZ vorhin. Das war mehr Glück als tatsächlich irgendwie Berechnung des Risikos. Weil der Wirbelwind ist nämlich kaputt. Er hat auch einfach zu wenig Infanterie.
Ich habe jetzt Angst, dass die Panzerfaust rechts kommt. Ja, genau, nämlich so. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, er hat nicht noch eine. Wir könnten Kalliope holen. Brauche ich aber nicht. So. Man muss hier nämlich das Zeug, das muss man gar nicht ausgeben. Man kann so sparen. Warten, bis der Gegner was holt und dann erst antworten. Das ist eigentlich das Klügste. Komm, dreh dich, Chefi. Fleckt ein bisschen. Deswegen habe ich vorhin auch den Einschuss da in die Wand gesetzt, weil es ein bisschen geleckt hat. Aber es geht eigentlich vom Leck her. Gab schon schlimmere Spiele. Es gibt immer schlimmere Spiele. Ich will jetzt nicht nein sagen, aber eigentlich schon nein. Genauso wie das erste Kampf. Das sind halt die Ausnahmefälle. Das sind Ausnahmefälle. Also in der Regel. Ich schreibe jetzt auch in der Regel, nein. Oh Gott, Panzerfaust. Panzerfaust kann dem Steffi gefährlich werden. Oh, oh verdammt, oh Mann, ich wollte gerade voll das Ausweichmanöver machen. Aber manchmal klappt's. Beim Stuart hat's funktioniert, weil Stuart ist schneller als der Steffi. Frag ihn doch. Ich hab keine Ahnung, warum er ihn holt. Kein, nicht nachgedacht oder sowas ähnliches. Ich will schon irgendwie. Aber dann kann ich halt wirklich nichts mehr holen, ne? Dann kann ich wirklich gar nichts mehr holen. Erstmal halte ich ihn davon ab, die Mitte einzunehmen. Mit seinen dreckigen Panzer, Brandenburgern. Komm, hol deine Perlgranate raus. Die überlebt der Brandenburg nämlich nicht. Oh, jetzt kommt ein Stuck. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh, was hole ich jetzt? 76er Pershing. Oh, 76er Pershing. Oh, ich gehe auf Risiko 76er. Oh, die braucht noch Cooldown. Shit. Shit. Das heißt, ich gehe auf Risiko. Ich schieße einfach von der Flanke ab. Aber er wird mich sehen. Würde sich zu mir drehen. Und dann werde ich die Seite wechseln. Die Seite hier ist gefährlicher als die andere. Wenn ihr hier eine Packboard, bin ich kaputt. Jetzt habe ich mich gesehen, jetzt habe ich seinen Motor und jetzt ist kaputt. Das ist der Nachteil am Stuck. Wenn er mal liegen bleibt, dann bleibt er liegen, aber er brennt jetzt eh, ich brauche da keinen zweiten Schuss mehr einsetzen. Munition sparen. Spaß, aber sehr unnötig. Ja, mit Panzerfahren kannst du nicht erobern. Kannst du schon, aber nur wenn sonst wirklich niemand im Dingsens ist. Ja, da laufen die brennenden Panzerfahrer von ihm. Wo ich noch einen scheiß Half-Truck als Unterstützung. Und hol mir die Muni aus dem Chefy. Und hol mir Fallschirmjäger. Und dreh den Sherman. Den 76mm Sherman, nicht den normalen Sherman. Okay, und jetzt nehme ich mir die Muni. Und jetzt rauf auf den Baum wieder. Los. Die Position hier ist gut. Für Scharfschützen. Andere Positionen, die gut sind für den Scharfschützen, sind die hier, ist die hier. Guck, ich kann hier sogar STRG so blam, 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 blam. Die drei Bäume. Gut für Scharfschützen. Ich weiß nicht, ob man auf alle drauf kann, aber die drei Bäume, die sind, aber wenn man, da kann man noch draufklettern, genauso wie auf die hier. Ziemlich sicher. Ich spiele selten die Seite, weil ich die Seite scheiße finde und weil, wir spielen meistens immer auf der unteren Seite. Also in Team B. Wir spielen immer Team B. Egal auf welcher Map, wir spielen immer Team B. Warum ich das Halbkettenfahrzeug geholt habe. Den Half-Truck als Unterstützung. Ganz einfach, weil das Ding gut ist. Relativ gut. Beispielsweise kommt hier ein Infanteriezug und er muss jetzt erstmal nachladen. Aber hätte er nicht nachgeladen, oder hätte er nicht nachladen müssen. Oh, hier kommt ein Goliath. Oh, was ganz Neues. Ey, der... Komm, jetzt dreh dich doch, schieß den Goliath ab. Lass mich verarschen, dreh dich. Alles mit Direktsteuerung machen hier. Support heißt Unterstützung auf Deutsch. Ja, das Ding, das holt relativ gut Infanterie weg. Kann nervig sein. Es muss ja nicht unbedingt die 150 MP, die es gekostet hat, wettmachen, sondern einfach nur Gegner beschäftigen. Es
geht ja auch auf Zeit. Zeit ist ja auch eine Ressource, wie gesagt. Gibt mir hier Punkte. Weil die Infanterie, die er tötet, die ich töte, also die der Half-Truck tötet, die muss er nachholen. Oder allgemein meine Einheiten, die muss er dann nachholen. Und die brauchen eine Zeit zum Laufen. Und ich kann hier schön die Mauer kann ich zusammenfahren, aber das mache ich auf gar keinen Fall. Weil die hier, die haben Panzerfallgranaten. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und was ich auch keinen Bock habe, ist, wenn der Goliath zufällig in die Luft bringt, dass mein Typ stirbt. Was ich gerade falsch mache, ich habe viel zu viele Leute in der Mitte. Ich habe 8 Leute in der Mitte. Davon 2 MG-Schützen, die MG-Schützen haben da eigentlich schon mal gar nichts zu suchen. Die müssten eigentlich weiter nach hinten. Oh. Ja, das war jetzt wohl mein MG-Schütze. Oh, er hat ein 4G. Mal sehen, wie lange der überlebt. Oh, er hat einen Schuss überlebt. Ich meine, der Schuss ist daneben gegangen, aber... Hätte ich ihn getroffen, wäre er kaputt. Höchstwahrscheinlich. So etwa. Bom, 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 bom. Okay. Ja, okay. Du willst noch auf den Goliath schießen. Ich sehe es dir an. Alles zerstört. Ja, ich muss mit HE drauf schießen, sonst explodiert er nicht. Jetzt fahren Meter vor. Zack, bleib stehen. Und jetzt... Schieß daneben, ja. Genau. Komm, das Ding ist 10 Meter weit weg von dir. Ne, 17,5, tut mir leid. 17,5 Ingame-Meter. Ich kann nicht glauben, dass der jetzt... Ja, obwohl... Ich werde zu glauben, dass das 17,5 Meter sind, aber... Ich glaube nämlich auch nicht, dass... Türmlein, dreh dich. Türmlein, dreh dich. Ich finde, das sieht richtig geil aus, wenn du das Ego schießt. Oh mein Gott! Reiner Luckshot. Das war ganz so Zufall. Naja, das kann er vergessen. Ich habe ja zugemacht. Mich kann man nicht flankieren. Also normalerweise nicht. Das war gerade reiner Zufall. Ich wollte nämlich hier einfach bloß wenigstens auf die Lücke schießen. Und mir fällt gerade auf, wenn ich jedes Mal erst der Gefühl direkt schon drücke und dann loslasse, dann kommt diese scheiß Plop-Up, der Plop-Up. Komische Markierung da von Windows. Das soll eigentlich gar nicht sein. Oh, das war ein schöner Schuss. Ja, der Schuss. Ja, komm, der Typ ist tot. Der Typ ist tot. Du brauchst da nicht drauf schießen. Ja, ich habe 88 Punkte. Ja. Ja, so Ego fahren. Aber das ist nicht wirklich Ego, ist aber eine nahe Person. Ich finde, das sieht cool aus. Fühlt man sich wie der Panzerfahrer. Oh shit! Ja, die Typen, die sieht man dann eher schlecht. Aber macht ja nichts. Also ich finde, es ist nichts Falsches, wenn man GG ausruft. Aber egal. Ist ja eh nur so ein Spaßspiel. Gucken wir jeden Infanteristen durch und laden mal jeden nach. Das ist unglaublich wichtig, die Infanteristen nachzuladen. Weil manchmal hocken sie da mit einem leeren Gewehr und machen da nichts mehr. Tun sie tatsächlich. Und das regt mich dann richtig auf, wenn dann ein Gegner kommt und da steht ein Meter vor dem, hat Granate schon in der Hand der Gegner. Und dann kommt nichts. Und noch ein 4G. Hm. Ja, holen wir halt noch einen 76er. Also, Fehlentscheidung 4G. 4G nicht holen, 3J holen. Gleiche Panzerung. Wenn nicht sogar besser, weil 3J hat noch Schürzen. Die hat der 4G nicht. Der 4G hat zwar die bessere Kanone, aber die lohnt sich einfach nicht. Und das MG wackelt lustig rum. Und es schießt. Von oben zumindest, aber ich glaube, das ist nur der Schatten. Oh, shit. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, kacke, oh, kacke. Oh, ja, gut, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Oh, shit, mein Panzer brennt. Na, ja, komm. Scheiße. Aber der Schuss war schön. Der Schuss war schön. Ja. Aus der Fahrt. Und war ein bisschen Dummheit von mir. Komm, werf doch den scheiß Werkzeugkasten weg, ey. Wenn der dir zu schwer ist, dann. No one cares. Schnapp den MP40.
krass, schnappt ihr keine MP40. Schnapp dir die Leiche. Schnapp sie dir. Komm, sonst wollt ihr das auch immer. Zack, ja, komm. Komm. Lauf. Vielleicht Steuerung. Schafft er. Das schafft er. Ich weiß nicht, was er schaffen soll, aber er schafft's. Er wird's auf jeden Fall schaffen. Gegner steht einen Meter vor ihm. Nein! Geh weg! Oh Gott, er überlebt! Wenn das jetzt mal nicht episch ist. Oh Gott, stehen da viele. Muss man sich vorstellen, er hat ein Dynamit in der Hand oder so. Wie viel Schaden er jetzt mittlerweile schon angerichtet hätte. Oh, jetzt ist schon dabei. Schade. Hat zu viel Spaß gemacht.